Ubisoft Presents. A Blue Byte Production. Hey Mark, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Sehr gut. Got it. Anno 22.05. Flump. So, und damit, okay, Folge Anno 22. Whatever. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu Anno 22.05. Ich bin Shenlong und ich, freue mich sehr, hab mich im Vorfeld sehr über auf das Spiel gefreut. Und jetzt können wir es endlich spielen. Ich freue mich. Ich hoffe, die Qualität stimmt so. Leider kann ich jetzt erstmal nur in 30 FPS aufnehmen. Liegt einfach daran, dass ich für 60 FPS tatsächlich einen zu schwachen Rechner habe. Man mag es kaum glauben, aber diese NASA-Kiste hier neben mir kann Anno 22.05 in 60 FPS nicht ruckelfrei aufnehmen. Und ich möchte euch natürlich ein... Es werden wahrscheinlich ein paar Mikrobrüche auftreten, aber scheiß drauf. Ich will spielen! So, das ist gut, ich kann nicht aus dem Bildschirm raus. Wir spielen ein Anno 22.05, der mittlerweile sechste Teil der Anno-Reihe von Ubisoft, mal die Spin-Offs hier für die Konsolen. Für Nintendo DS, glaube ich, gibt es zwei und dann natürlich noch Anno Online. Mal die Spin-Offs nicht mitgezählt. Und Add-ons auch nicht mitgezählt. Die sind ja immer noch Teil des Hauptspiels. So. Und Einstellungen habe ich vorhin schon überprüft. Ich hoffe, das passt so. Ich starte mal. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Samantha. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Na dann, eine Basis auf dem Mond. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Wir sind natürlich hier ZW Drachenhort, denn ich bin Shenlong und ZW, ne? Ist klar. So. Danke, aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Da kann ich also ein paar auswählen und ein paar noch nicht, so wie es aussieht. Okay. Gut, das erinnert mich ein wenig an eine Drachenschwinge und
Wenn ich ganz weit weg bin, könnte ich sogar ein Firefox-Logo sehen. Aber ja gut, das ist egal. So, ich nehme das. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Zahlreiche große Inseln, Walbrookbecken bieten viele Mineralien. Ich spiele übrigens blind. Ich habe noch überhaupt nicht reingeguckt. Schwer zu besiedelnde Insel. Die beeindruckende Gegend, okay. Cap Amber ist eine Inselatoll, von dem aus man leicht auf die vielen Schätze der See zugreifen kann. Viele verlorene Techniken unter der Wasseroberfläche. Schauen wir uns vielleicht an. Das Becken ist für einen stillgelegten Damm bekannt, der vor Jahren im Verfall preisgegeben wurde. Also kann hier passieren, dass wir in einem Gebiet siedeln, wo es irgendwann mal zu Überschwemmungen kommt, ne? Ich glaube, ich nehme das da. Das hört sich fast gut an. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ja, natürlich. Das ist ja ganz normal. Erhöhter Ertrag des Lagerhauses verringert normal Startkapital. Also, wenn ich jetzt für mich alleine spielen müsste und mich nur darauf konzentrieren, würde ich natürlich Experte nehmen, aber ich glaube auch mit Fortgelaufen wird man eine Menge zu tun haben. Kann ich mal ein paar Dinge einstellen. Freie Kamera, versteckte Container, tut. Baukostenerstattung die Hälfte vollständig. Egal, fortgelaufen. ZW Drachenhort. Ja, ich bin sicher. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Samantha! Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ich frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant. Interessant. Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Protokoll verlangt, dass sie in diesem Gebiet einen Raumhafen errichten. Okay. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ja, natürlich. Sieht ja interessant aus. Das ist also meins. Beförderung nicht möglich. Ich bin nicht im Beförderungsmodus gewesen. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Oh, na Momente. Okay, da kann ich so Party Park und Co. bauen hier. Okay. Langhaus Vertriebszentrum Ertrag. Plus 100 Credits. Okay. Raumhafen. Ich bin auch so ein Baum. Raumhafengerüst. Da muss ich erstmal. Dient als Warenlager. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal hier. Ne? Wir brauchen. Es ist halt Anno erstmal. Ne? Ist klar. Wir brauchen Personen, die gewillt sind, für uns zu arbeiten. Flip. Oi, wie schick. Ich habe schon mir schon sagen lassen, es hat sich einiges verändert. Da freue ich mich auf den Feierabend. Im Gegensatz zum Vorgänger. Es ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Werden Sie arbeiten? Ja. Ist das alles, was ich meine? Okay. So einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Nix weiter. Lebe erstmal. Du machst das schon. Neues Gebäude. Okay, ja. Transportzentrum, alles klar. Erweitert. Biopolymere. Reisfarm. Sonnenblumenfarm. Liefert Bioharz zur Weiterverarbeitung. Okay. Windpark.
Windpark, hört sich gut an. Aber ich kann es nicht bauen, weil mir die Baustoffe fehlen. Naja, umso weiter man weggeht, umso höhere Transportkosten werden da fällig. Beziehungsweise umso mehr muss man da sich drum kümmern. Man kann die Gebäude drehen, immer wie ein Gewilzen und... Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ah ja, aber Bioharz brauche ich dazu noch. Okay. Kann ich das... Ich kann das... Ich habe ein Haus und Arbeit. Man könnte sagen, ja, dass es mir gut geht. Das glaube ich auch. Ich kann das einfach hier nebenan stellen. Würde natürlich dann dazu führen, dass es irgendwann scheiß aussieht, aber... Soll mich jetzt erstmal nicht weiter stören. Ich kümmere mich da um das Schönbauen später. Ich meine, das ist ja... Wir sind ja hier nicht zum Urlaub machen. Wir sind hier zum Arbeiten, ne? Ist klar. Ja. So. Wir sehen, es ist zu 100%. Es ist auch zu 100%. Was passiert hier? Das sind unsere... Waren, Rohstoffe, einfach nur biotisch, Biokost. Oh, im Lager 16. Okay, das ist, darum sollten wir uns natürlich auch kümmern, dass die uns nicht verhungern, die wir jetzt hier haben. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Wer nicht, ich sag's mal so, wer nicht essen kann, kann auch nicht arbeiten. Also brauchen wir Nahrungsmittel. Und was gibt's da Besseres, als da fehlt eine Straße? Wollte sagen, was gibt's da Besseres, als dass die Jungs auch noch was zu essen haben, damit sie am Leben bleiben? So. Gibt's das denn auch noch? Ja, herrlich. Das war M. Naja. Und das, was ich jetzt gerade getroffen habe, ist verschieben. Okay. Kopieren wir es. Okay. Im Vorgänger war es N, jetzt ist C. Na gut. So. Wir haben sie Arbeiter an. 50 Stück brauche ich. Ich habe jetzt 100. Arbeiter gehören zu den ersten, 50. Prima. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Davon gehe ich aus. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Administratoren anwerben. Okay. Ich habe nichts dagegen, hier zu arbeiten. Das freut mich sehr. Ja, wir brauchen wahrscheinlich Wasser für die Jungs. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Was denn? Ach ja. Also, das kann man wohl auch nicht überall bauen, sondern nur da, wo es auch geplant ist, mehr oder weniger. Ich setze das jetzt hier dran. Ob die einen Anschluss brauchen. Ja, brauchen sie. Hatte ich jetzt sowieso vor zu bauen, aber ich brauche tatsächlich so einen Anschluss. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Sowas dachte ich mir. Ich meine, wir sind im Jahre 2205, also 2200. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Was für Wagen? Herrlich. Die Leute wollen natürlich auch wissen, was in ihrem Land abgeht. Ich bräuchte das jetzt nicht. Heißt, ich habe einen Überschuss. Aber ich könnte es bauen. Also hier ein weiteres Transportzentrum. Der Vorteil ist wohl, wenn hier die Versorgung mit Logistik beim Nullpunkt ist, dann werden die Produktivitäten gehen dann runter in meinen einzelnen Firmen. Oder zumindest derer, die auf Zeugs von anderen warten. Und wenn die dann, die haben wahrscheinlich ein internes Lager und wenn das voll ist, dann sind sie auch nicht mehr sauber. Muss schaffen. Optimale Eingabe 10. Also pro
Bioharz, eine Biopolymer. Sehr gut. Da wir wahrscheinlich noch mehr von dem Zeug brauchen, baue ich dann noch eine zweite hinzu. So. Okay, Strommangel. Gut, das dachte ich mir schon, dass das auftreten wird. Okay. Da kann man wieder nicht nebeneinander bauen. Das hat man schon im Vorgänger. Hat dann dazu geführt, dass man meistens die Dinger halt... also hat dann meistens dazu geführt, zumindest bei mir, dass man dann einzelne Teile einfach mal woanders, komplett woanders gestellt hat. Der scheint davon... Oh. Deswegen. Okay, gut, das heißt, das bedeutet also, die liefern die Ding auch über die Straße, oder wie? Ja gut, was auch immer. Ah, und dann, jetzt ist der in Betrieb und jetzt kann ich da nicht mal reinbauen, beziehungsweise nur mit Leisten zu sein. Okay, ich hab's verstanden. Oder das ist einfach nur die Strecke, natürlich. Die brauchen ja auch die Arbeiter. Arbeitskraft fehlt. Ha! So wird da draußen Schuh. So. Zack, zack. Jetzt haben wir schon 100 Leute drin. Okay, jetzt kann ich also nein, wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht. Jetzt brauche ich erstmal noch das Informationszentrum. Bauoption da erweitert. Ja, was setze ich jetzt hier? Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Vollständig zufrieden. Ich kann die jetzt schon... Kann ich die jetzt direkt auffordern? Ja, ich kann die schon befördern. Ah, ja. Alle Systeme online. Hoffentlich geht es bald los. Erfolgsliste. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. So muss das. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Ich kann leider nicht weiter rauszoomen, das finde ich gerade ein bisschen traurig, aber gut. Okay, was muss gemacht werden? Wir brauchen weitere Dinge. Baubots. Okay, Vitamindrinks, Admins. Weitere Administratoren muss ich anwerben. Gut. Was soll ich sagen? Beginnen Sie das Upgrade. Gut. Das kriege ich. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Ja, sehen Sie vielleicht nicht, was er macht. Es gibt Ecke.